Hallo Leute, guten Morgen und willkommen zu diesem neuen, sehr gewünschten Video, nämlich ein Monday's 7 Outfits, also einfach meine Outfits in der Woche. Und ja, ich freue mich sehr darauf und ich werde euch jetzt einfach jeden Morgen oder jeden Mittag, jeden Tag in der Woche mein Outfit zeigen, was ich einfach ein bisschen präsentieren. Es ist jetzt Montag und es ist jetzt 6.55 Uhr und ich warte gerade, bis mein TikTok hochlädt. Es ist gerade bei 77%. Und ich habe mir richtig süße Outfits für diese ganze Woche ausgewählt und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren. Also wundert euch bitte nicht, ich ziehe jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Röcke und Taschen an, weil ich eben in die Schule gehe. Aber am Wochenende kommen dann coolere Outfits. Also wenn ihr so ein bisschen fancy Outfits sehen möchtet, dann spult dahin. Okay, ich zeige euch jetzt mein Outfit. Das ist mein Outfit. Es ist sehr random, muss ich eben sagen, aber die Hose ist ganz neu und ich liebe die. Das ist eigentlich so eine Chiller-Hose, ich glaube auch für zu Hause. Aber ich glaube, wir kennen alle diese Hose. Es war eine Zeit lang echt krass im Hype. Und die ist von Gina Tricot, ebenfalls wie mein Langarm, das ist auch neu, ist auch von Gina. Und ich liebe es einfach so ein bisschen chilliges Outfit, weil ich habe halt heute auch Sport und dann kann ich das direkt einfach zum Sport anziehen. Und schmuckweise habe ich dann hier von Brandy meine liebste Kette an, also von Brandy Melville. Dann von Mejuri den Charlotte Bold Ring. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht vergessen habe, seit einem Jahr oder so. Und meine Ohrringe sind von Dior, die habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und, achso, ja, am Handgelenk trage ich, wie immer, warte, man sieht es gerade nicht. Hier, ja, da ist es, mein allerliebstes Charm Bracelet von Thomas, Sabo. Und dann hier ein Knecki. Und ja, das war mein Outfit. Darüber ziehe ich dann meine Moncler-Jacke an und einfach meinen Rucksack. Also, mein Rucksack, der muss einfach dabei sein. ja, ich mache jetzt noch schnell ein Foto. Okay, ich zeige euch jetzt mal ganz schnell noch, wie das mit dem Rucksack aussieht. Ich muss zugeben, mein Rucksack ist heute echt leicht. Also, ich meine, der Rucksack zählt ja auch nicht wirklich zum Outfit, aber es sieht dann so damit aus. Auch wenn mein Rucksack aussieht wie ein Wanderrucksack, liebe ich ihn. Es ist so ein cooler Rucksack, der ist total gemütlich. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich dann auch noch so meine Chill-Fits mittendrin einfach vom Tag zeige. Wahrscheinlich nicht, aber ich würde sagen, wenn nicht, dann sehen wir uns morgen. Tschüss! Hello, guten Morgen. Ich muss kurz einen Haarreif anziehen, weil meine Locken nerven mich. Ich kenne sie noch aus, keine Sorgen. Bitte ignoriert mein Aussehen, ich bin noch nicht geschminkt, noch gar nichts. Aber ich ziehe mich jetzt an. Genau, ich habe wieder hier meine Jeans an von Subcute von Collab und ich liebe die, die ist so cool. So, jetzt kommt mein wunderschöner Pulli. Ich liebe dieses Outfit, ich habe es auch schon am Wochenende getragen, aber ich fand es einfach so schön. Und ich habe heute richtig coolen Schmuck an. Ich will euch jetzt mal zeigen. Ich ziehe ihn jetzt hier erstmal an, aber ich liebe es einfach mit Schmuck zu übertreiben, weil ich mag, dass dann alles so klunkert und alles so klickert, weil man so viel Schmuck an hat. Ich liebe das einfach. So, ich ziehe wie immer meinen Charlotte Bold Ring an. Ich liebe den, der ist von Mejuri. Das war meine allererste Kooperation, die ich in meinem Leben hatte. Und ich habe gestern Abend rausgelegt zur Wahl solche Basic Hoops. Oder hier von Mejuri auch die Version einfach als Ohrringe. Ich überlege gerade noch. Die sind halt echt süß, vor allem, weil die auch einfach passen. Aber diese hatte ich auch einfach schon noch. Ich hatte die einfach nicht, noch richtig lange nicht an. Okay, ich glaube, ich nehme die mit Jerry. Also ich finde die anderen auch schön. Aber ich weiß nicht, irgendwie passt das jetzt nicht, solche Hoops. Und die sind ein bisschen kleiner und ich mag das irgendwie mehr, deswegen. Ich habe jetzt meinen ganzen Schmuck angezogen. Ich zeige euch das aber gleich noch. Und ich schminke mich jetzt mal, mache mich ready. Und dann zeige ich mein Outfit, weil das gehört hier nicht zu dem Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit meinem Outfit. So, ich bin jetzt komplett fertig ready gemacht. So sieht mein Make-up aus. Oh, und man sieht es gerade gar nicht. Ich würde so gerne eine Tasche zu diesem Outfit tragen, aber es ergibt sich leider nicht, weil ich so viel mitnehmen muss. Aber gut, ist egal. Also, meine Hose ist, wie gesagt, von Subdued. Mein wunderschöner Pulli ist von Gina Tricot. Ich finde den so toll. Das ist so ein schöner Pulli. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ich werde den, glaube ich, richtig, richtig oft im Training tragen. Dann meine Kette ist von Van Cleef, meine Ohrringe von Mejuri, dann mein Ring, auch von Mejuri, das ist halt ein Set. Dann kommen wir zu meinen 80.000 Armbändern. Hier das obere ist von Dior, das ist aus Saint-Tropez, das habe ich selber gemacht, glaube ich. Und das unten ist von Thomas Sabo, mein Charm Bracelet. Dann auf der Hand habe ich ein Knecki, ein Louis Vuitton Armband und eins von Christian Dior. Outfit auf Tuesday. Ich finde das so toll und ich freue mich, das anzuziehen. Ich gehe jetzt in die Schule. Sehen uns morgen. Ciao. Hallo Leute, ich muss euch jetzt schnell mein Outfit zeigen, weil ich muss jetzt los zum Kieferorthopäden, aber es ist Mittwoch.
Also ich trage, es ist auch schon mittags übrigens, also ich trage hier diese Low-Waist-Jeans von Zara. Es war eigentlich ein anderes Outfit geplant. Ich habe eine Hose irgendwie verloren, ich weiß nicht, wo die ist. Dann von Skims, dieses Longsleeve. Und ich trage heute mal meine Moncler-Jacke als Weste, weil man kann das abmachen. Also ich finde es ein bisschen oversized. Ich weiß nicht, ob es mir so gut gefällt, aber ist okay. Und meine Kette von Brandy und dann wie immer meine Armbänder auch von gestern. Und Ohrringe auch von gestern, von Jury. Okay, ich muss jetzt zum Kieferorthopäden. Tschüss. So Leute, es ist auf jeden Fall einiges später, aber ich gehe jetzt zum Tennis. Und ja, ich dachte, jetzt zeige ich mein Outfit. Nämlich habe ich hier einfach, also das ist mein Outfit. Das ist meine Aloe Leggings, also von Aloe Yoga. Habe ich in New York gekauft, aber ich glaube, die ist einfach Flair Leggings. Und die kann man hier so cool drum machen. Ich liebe die. Und dann ist mein Top von H&M und einfach so ein ganz normaler Sport-BH auch von H&M. Und ganz kurzes Update zum Kieferorthopäden. Sie hat einfach gemeint, ich brauche eine feste Spange für 2 Jahre. Ich habe fast angefangen zu heulen, weil ich das definitiv nicht möchte. Jetzt muss ich schauen, was ich mache, aber ja. Ups. Hallo Leute, guten Morgen. Es ist jetzt Donnerstag, 7.05 Uhr. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt mein Outfit, weil ich habe später bis 16.30 Uhr Schule und dann kommen noch meine Freundinnen, also das, ja, genau. Und morgen ist Freitag, ich freue mich wahnsinnig, weil am Samstag kann ich dann ein cooles Outfit anziehen. Okay, ich zeige euch jetzt mein Outfit for the day. Es ist irgendwie nichts gelaufen, wie ich es geplant hatte, deswegen musste ich mir jetzt gerade einfach irgendwas aussuchen. Aber naja, ich habe mir erst hier dieses Brandy Longsleeve rausgesucht. Ich liebe es, ich liebe einfach dieses Muster, ich liebe das Longsleeve, ich liebe alles. Und diese Kette dazu auch von Brandy Melville und meine Ohrringe von Amazon übrigens. Und dann, wer hätte es gedacht, diese Hose schon wieder. Ich habe gerade irgendwie keine passende Hose, die dazu passen könnte. Eine ist nämlich noch in der Wäsche und die passt einfach am meisten von allen. Deswegen dachte ich, ja, ist jetzt auch egal. Dann ziehe ich eben die an. Und ja, genau. Die Hose ist von Subdued. Habe ich es erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Von den Armbändern her trage ich heute nur so 2 selbstgemachte, weil mein Thomas Sabo Armband kann ich mir nicht selber anziehen und deswegen habe ich es heute nicht an. Und ja, das ist mein Fit. Bis morgen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe, aber ich war so müde und ich habe auch gerade noch so einen kleinen Nap gemacht, weil ich einfach so erschöpft von der Woche bin. Und ja. Auf jeden Fall hatte ich vorher noch was anderes an. Ich hatte einen Rock an und einen Pulli, aber ich habe jetzt mein Outfit gechanged und ich zeige es euch jetzt. Die Hose ist von Zara, die ist in der Größe 38, das ist von meiner Mom. Und ich trage die ab und zu, weil die ist halt so mega low-waist und baggy und ich mag das voll gern. Dann dieses Langarm von Gina Tricot und dann kommt das Beste. Diese wunderschöne Kette ist von Subdued. Und ich habe am Anfang überlegt, soll ich die bestellen, soll ich die nicht bestellen, passt die zu meinem Style oder nicht. Aber Leute, ich liebe die. Die ist von Subdued, das ist von meinem Paket von gestern, glaube ich. Und die Tasche ist auch von Subdued. Meine Ohrringe sind von H&M. Und ich gehe jetzt zu so einer kleinen Veranstaltung von Liliana, also von meiner Schwester. Ihr wisst auf jeden Fall wieder, woher der Rest ist. Also, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Tschüss. Hallo Leute, guten Morgen. Es ist jetzt Sonntag und es ist der letzte Tag von diesem 7-Day-7-Outfits. Ich schaue gerade Türkisch für Anfänger und es ist jetzt 8:59 Uhr. Ich zeige euch jetzt mein Outfit. Ich habe heute, eigentlich ist es nicht logischerweise, aber ich habe heute ein Chill-Outfit an, weil es ist Sonntag. Ich bleibe eigentlich Sonntag immer den ganzen Tag zu Hause. Ich mache mich eigentlich nicht ready, schmink mich nicht, eigentlich nichts. Und es passt auch nicht wirklich zusammen, ich weiß. Und mein Zimmer ist ein Mess, ich muss es jetzt aufräumen. Aber diese Chiller-Hose hatte ich auch schon am Montag an, die ist von Gina Tricot. Und ich habe hier einfach so ein Brandy Longsleeve, weil ich liebe das, es ist richtig angenehm auf der Haut. Und dann halt wie immer mein Thomas Sabo Armband, aber keinen Schmuck und gar nichts. Ja, ich weiß nicht, ob euch diese Reihe gefallen hat. Ich hoffe es, weil mich haben richtig viele drum gebeten. Ich bin, um ehrlich zu sein, noch nicht so wirklich zufrieden, wie ich das gemacht habe. Ich denke, ich könnte es nochmal besser zeigen, nochmal schönere Outfits anziehen. Aber gut, ich weiß nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also wenn ihr noch mehr 7-Day-7-Outfits sehen möchtet und wenn es euch gefallen hat, schreibt sehr gerne diesen Emoji unten in die Kommentare. Und ich werde jetzt noch den Gewinner auslosen von meinem Giveaway. Okay, die erste Gewinnerin eines Schmuckschächtelchens ist Suri Fischer. Wenn du das siehst, ich hoffe, du siehst es auf jeden Fall, dann schick mir bitte hier in die Kommentare deinen Instagram-Account, dass ich dich anschreiben kann, dass du mir deine Adresse sagen kannst, weil sonst klappt das logischerweise nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du freust dich. Ich schreibe auch nochmal gleich hier. Aber ja, schreib mir trotzdem, wenn du das siehst, dann schreib mir bitte dein Instagram-Ad unten rein. Und die zweite Gewinnerin ist caro.g0. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr freut euch. Schreibt mir, achso, sie hat mir ihr Instagram reingeschrieben, aber die andere nicht. Also wenn du das siehst, bitte schreib mir dein Instagram-Ad rein. Ich
antworte aber nochmal auf deinen Kommentar. Und es haben sehr, sehr viele mitgemacht. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn ihr das jetzt nicht gewonnen habt. Aber keine Sorgen, ich mache auch noch. In Zukunft mache ich auch noch coole Giveaways, vielleicht auch mit Beauty-Produkten oder sowas. Also bitte seid nicht traurig. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch, wenn ihr das jetzt seht. Und ich habe euch alle ganz lieb. Tschüss!